Willkommen bei Formel 1. Hier in Montreal ist es Sonntagnachmittag und wir werden gleich herausfinden, wer es mit dieser 4,3 Kilometer langen Strecke und natürlich der berüchtigten Wall of Champions aufnehmen kann. Dank einer fantastischen Runde im Qualifying steht Sebastian Vettel heute auf der Pole. Kann ihm dieses Wochenende überhaupt irgendjemand das Wasser reichen? Gestern fuhr er wie entfesselt. Es würde mich also nicht wundern, wenn er dem Feld heute einfach davonfährt und uneinholbar wird. Aber wie wir wissen, ist in der Formel 1 alles möglich. Lassen wir uns also überraschen. Wenn man als vierfacher Weltmeister in ein Team kommt, gehen damit jede Menge Erwartungen einher. Was glaubst du, wie ist Sebastian Vettel bisher in dieser Saison mit dem Druck umgegangen? Ich denke, Vettel wusste, dass er eine neue Herausforderung braucht. Deshalb trennte er sich von Red Bull und wechselte zu Ferrari. Wir sehen in dieser Saison einen anderen Fahrer als in der letzten. Er ist wieder in Topform. Gemäßigter Streckenabschnitt. Thank you.
kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Thank you.
hat sich für einen Stop bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Thank you.
40% des Startbenzins übrig. 40%. Sebastian Vettel, der heute den Pokal mit nach Hause nimmt. Alle Herausforderungen hat er grandios gemeistert. Er ist fantastisch gefahren, er ist der verdiente Sieger. Die tolle Leistung, die wir heute von Ihnen gesehen haben, wird uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer